Hallo Freunde, wir fangen diesen Vlog genau da an, wo wir den letzten aufgehört haben und fangen mal mit einer kleinen Predigt an, wenn ihr das so nennen wollt. Nichts Böses, einfach nur, wenn ihr Müll habt, bitte bewahrt ihn auf, behaltet ihn im Auto, so lange, bis ihr eine Mülltonne habt. Denn das Ganze dauert nicht so lange, wir sind hier echt irgendwo im Nirgendwo, ihr habt es im letzten Vlog gesehen. Wenn nicht, dann schaut gerne nochmal rein und dann schaltet hier wieder zu. Hier neben mir steht jetzt eine grüne Tonne, da kann ich den Müll loswerden. Und wir sind hier wirklich irgendwo im Nichts. Und ansonsten behaltet euren Müll bei euch, bis ihr beim nächsten Campingplatz seid. Da könnt ihr ihn auf jeden Fall loswerden. Wäre schön, wenn ihr darauf achten würdet, weil dann bleibt das Ganze hier auch so schön, wie es ist. Also, jetzt geht's weiter mit der Reise. Wir brauchen mal wieder ein bisschen ein paar Vorräte. Und euch nehmen wir natürlich. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Wir sind jetzt gerade auf dem Weg weiter nach oben an der Küstenstraße und ein kleiner Tipp nebenbei, wenn ihr von Dubrovnik kommt und an der Küstenstraße langfahrt, fahrt ihr ein ganz kleines Stück durch Bosnien und da haben wir angehalten, weil wir den Tipp bekommen haben, dass da alles wesentlich günstiger ist. Das heißt, wir haben da jetzt nochmal einen sehr guten Einkauf gemacht. Das hat uns jetzt 20 Euro gekostet. Nur als kleiner Tipp nebenbei, falls ihr den gleichen Weg fahrt, haltet in Bosnien nochmal an und wenn ihr was braucht, dann kauft da ein. Wir haben jetzt ganz normal mit der EC-Karte da bezahlt, gefragt, ob das funktioniert. Das werde ich dann nachher auf meinem Konto sehen, aber ich denke, das geht sehr gut, weil das in Kroatien auch funktioniert. Und ja, genau, als kleiner Tipp nebenbei. Jetzt sind wir in Makarska angekommen. Das ist eine kleine Empfehlung von einem Zuschauer gewesen hier unterwegs. Das haben wir bei Instagram bekommen. Noch haben wir keinen schönen Spot zum Schlafen gefunden, aber jetzt gehen wir erstmal hier runter. Da sind ein paar Einkaufsmöglichkeiten und so. Da gehen wir noch ein bisschen shoppen und gucken uns da ein bisschen um und euch zeigen wir natürlich auch, was wir da haben. Freunde, also wir haben gestern hier in Makarska noch eine Pizza genossen, direkt am Wasser. Dann haben wir leider keinen Stellplatz mehr direkt am Wasser gefunden. Stehen jetzt sehr, ja, ich will es mal unkonventionell nennen, auf einem Parkplatz oder auf einem Platz direkt neben Lidl. Hier vorne ist jetzt Lidl. Und sowas würde ich zum Beispiel in der Hauptsaison auf gar keinen Fall empfehlen, weil hier fahren jetzt auch noch ein, zwei Autos lang. Gestern Abend sind hier auch noch ein paar Autos lang gefahren. Das würde ich euch auf jeden Fall in der Hauptsaison nicht empfehlen. Ich kann es nicht beurteilen, wie es ist, aber ich sage es einfach, wie ich es denke. Wir ziehen jetzt auf jeden Fall weiter, weil wir wollen auf jeden Fall jetzt wieder an den Strand ein bisschen genießen. Und hier in Makarska ist es uns einfach wieder zu Stadt, zu Touri-mäßig. Am Hafen war es uns gestern einfach wieder zu voll. Deswegen ziehen wir jetzt ein bisschen weiter und suchen uns wieder eine kleine Bucht. Der Stellplatz hier ist trotzdem unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr in der Nebensaison da seid, könnt ihr euch hier hinstellen. Wir hatten jetzt keine Probleme, düsen jetzt gleich ab und ja. Wenn das Navi mal wieder Wege vorschlägt. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen komisch rüber, aber wir sind jetzt schon wieder auf Höhe von Zadar und zwar wieder in Posedarje. Das verlinke ich euch natürlich unten wieder in der Beschreibung. Hier waren wir jetzt vor ein paar Tagen schon, waren nur kurz baden. Wir werden heute hier übernachten, haben wir uns entschieden dazu, weil wir haben unten im Süden sehr, sehr wenig Plätze gefunden, wenig Spots gefunden, auf unsere Art und Weise, die uns wirklich gut gefallen hätten. Und ja, auch einige Vorschläge sind wir angefahren, aber das waren einfach ziemlich große Städte, was einfach nicht so unser Ding ist.
Deshalb habt ihr jetzt ein paar Impressionen gesehen von der letzten Stadt nochmal, wo wir jetzt eben waren. Und jetzt sind wir, wie gesagt, wieder auf der Höhe von Zadar und bewegen uns langsam jetzt wieder nach oben, weil wir hier eben besser auf unsere Art und Weise Spots finden, so wie diesen hier auch. Und hier schlafen wir und hier wird es auf jeden Fall morgen dann noch ein paar Drohnenaufnahmen von geben, damit ihr mal wisst, wie es denn genau hier aussieht. So, Nino fliegt gerade mit seiner Drohne und ich werde jetzt für ihn ein super Frühstück machen. Wir haben hiermit wohl unseren nächsten Schlafplatz und unseren nächsten Badeort gefunden. Ihr habt schon einen kleinen Sneak Peek bekommen. Wo das Ganze genau ist, werde ich im nächsten Vlog verlinken, damit ihr natürlich auch dran bleibt und vielleicht diesen Kanal abonniert und dabei bleiben wollt. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Und wir werden uns jetzt hier ein bisschen auslassen. Ich werde noch ein paar Aufnahmen für euch machen, vielleicht auch noch ein paar Drohnen-Shots. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!